den macht unsere Schwester Agnes selber. Und der wird sicher auch bei dir den Husten lindern. Aber wenn er Fieber bekommen sollte, dann rufen Sie mich bitte sofort an. Mach ich. Vielen herzlichen Dank, Schwester Felicitas. Gern geschehen. Bitte sehen. Tschüss. Tschüss, mein Junge. Da, Frau Hunold. Na, was hat der Dr. Mertens gesagt? Nichts. Was? Nichts? Ja, er meint, es sei in meinem Alter völlig normal, dass man Pigmentstörungen kriegt. Und ach, und in der Klinik, da haben die mich gleich wieder weggeschickt, weil ohne Überweisung von einem Arzt. Ach, und sowieso, wenn ich nicht krankenversichert bin, da hat unser einer keine Chance. Also das ist ja wirklich das Allerletzte. Kommen Sie mal mit. Felicitas, schau doch mal. Agnes, jetzt nicht, bitte. Nein, Herr Professor, da habe ich gute Beziehungen zur hiesigen Polizei. Vielleicht kann die ja den Transport zu ihrem Institut übernehmen. Hannah? Ja, ich rufe zurück, sobald ich die Sache geklärt habe. Auf Wiederhören, Herr Professor. Hannah, du musst unbedingt was unternehmen. Ich habe dir doch von Frau Hunold erzählt. Ja, natürlich. Guten Tag, Frau Hunold. Grüß Gott. Möchten Sie sich setzen? Danke. Ja, also es ist folgendermaßen. Ich habe Sie zu Dr. Mertens geschickt, damit er meine Diagnose bestätigt und eine Biopsie macht von dem Melanom. Aber der behauptet, das sei lediglich eine Pigmentstörung. Dabei habe ich ihm gesagt, dass meine Schwägerin auch Hautkrebs hatte und dass sie das zu spät erkannt haben und... Ja, mein Bruder, der ist doch jetzt allein mit den zwei kleinen Kindern. Und wenn mir das passiert, dann haben meine Kinder niemand mehr. Frau Hunold, es handelt sich lediglich um einen Verdacht. Und vielleicht irrt sich unsere Schwester Felicitas ja auch. Mich hat sie auch mal in Angst und Schrecken versetzt wegen meinem Muttermal. Das kann schon mal vorkommen, Hannah. Aber dafür ist ja eine Biopsie da. Und was die Frau Hunold betrifft, da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Du musst unbedingt mit Dr. Mertens reden. Bitte, Schwester. Ich werde sonst verrückt. Keine Sorge, Frau Hunold, Sie kriegen Ihren Termin. Ich muss nur erst ins Rathaus, aber dann kümmere ich mich darum, ja? Ja, und dann kannst du dem Dr. Mertens auch gleich ausrichten, dass ich ihm eben keine Patienten mehr schicke. Ich werde mich hüten. Wir können froh sein, wenn er deine Patienten umsonst behandelt. Ja, aber der kann mich nicht leiden. Dann spring halt mal über deinen Schatten und zeig ein bisschen mehr Demut, statt ihm ständig beweisen zu wollen, dass er keine Ahnung hat. Hannah, komm doch mal. Schau mal, was ich gebraucht habe. Oh, Agnes, bitte nicht. Demut, das fehlte gerade noch. Aber ich verspreche Ihnen, Sie werden Ihre Biopsie bekommen. Und wenn ich sie selber machen muss. Mein Gott, ich mach doch kein Drama draus. Komm, ich fahr dich nach Hause. Ja, ich kann dich doch nach Hause, das ist gar kein Problem. Aber ich ruf dich an, wenn er bei Gelegenheit, ja? Danke, ich gehe lieber zu Fuß. Ich möchte nicht einen Moment länger als unbedingt nötig mit einem wie Ihnen zusammen sein müssen. Ja, jetzt mach aber meinen Punkt. Wer hat sich im Ochsner mich reingeschmissen, Sie oder ich? Ja, als wäre ich der einzige Mann auf der einsamen Insel. Frauen. Weiber. Mach ja nicht schlapp. Ja? Es tut mir leid, er müsste eigentlich längst da sein. Wahrscheinlich ist irgendwas dazwischen gekommen. Ja, ich werde es ihm ausrichten, Herr Meier. Aber versprechen Sie sich nicht zu viel davon. Ja. Grüß Sie, Schwester. Hallo. Unser Wachtmeister hat den Größenwahn mit seiner CD. CD? Ja, sein Streifenwagen bloß. Natürlich selber produziert. Ach. Kaffee? Gerne. Aber warum ich überhaupt hier bin, Frau Labern? Dieser Investor von dem Freizeitpark, der neulich bei Ihnen war, hieß der zufälligerweise Herbert Danzer? Ja, warum? Weil der sich in unser Wochenendseminar eingeschleust hat, um sich dann klammheimlich aus dem Staub zu machen. Warum das denn? Weil dreimal dürfen Sie raten. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Es sei denn... Die wollen unser Grundstück. Heiliger Strohsack. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um mir das zusammenzureimen. Aber eins sage ich Ihnen.
Wenn der die Mutter Oberin rumkriegt und ihr das Kloster abschwatzt, dann lasse ich die Katze aus dem Sack und sag ihr, dass wir eine Gutenberg-Bibel in der Truhe gefunden haben. Und die ist mindestens so viel wert wie die, wie das gesamte Kloster. Und dann... Und dann erzählen Sie ruhig weiter. Ich bin ganz Ohr. Ja, wieso? Ich verstehe nicht. Gutenberg-Bibel in meiner Truhe? Die Sie uns gespendet haben, großzügig, wenn Sie sich erinnern, für Ihren König-Ludwig-Orden. Ich? Das kann ich nur bestätigen. Ja, Moment. Eines wollen wir festhalten. Erstens, als ich die Truhe gefunden und ausgebuddelt habe, gehörte das Kloster der Gemeinde. Und zweitens gehört es jetzt uns, samt der Truhe und deren Inhalt, den Sie für völlig wertlos erachten. Aber habe ich doch... Und drittens... Ich komme überhaupt nicht zu Wort. Es ist überhaupt noch nicht raus, ob es sich wirklich um eine Gutenberg-Bibel handelt. Das muss ein Gutachter erst feststellen. Also regen Sie sich ab. Na gut. Kriege ich jetzt auch so einen Kaffee oder gehört der samt Kaffeemaschine bereits dem Kloster? Sehr lustig. Ja, dann hätte ich gerne meine Post und verbinden Sie mich mit Herrn Danzer. Liegt auf dem Schreibtisch. Sehe ich. Schwester. Hätten Sie die Güte, würden Sie mein Büro verlassen. Das Gespräch ist vertraulich. Natürlich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Lauer. Wiedersehen. Also ehrlich, Herr Wöller, die Truhe gehört den Nonnen. Frau Labern, warum werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie hinter meinem Rücken gegen mich intrigieren? Stimmt. Aber nur zu Ihren Gunsten, weil Sie sonst einen Mist nach dem anderen bauen. Also, da hört sich doch alles auf. Zum Beispiel hat gerade Ihre Sekretärin herausbekommen, dass dieser Herr Danzer letzte Woche, als er hier war, schnurstracks ins Kloster zum Wochenendseminar gegangen ist. Was? Ja, ich habe leider um 11 Uhr einen Termin. Erinnern Sie sich? Ja, ganz düster. Ja, um 11 Uhr war Anreise im Kloster. Der ist doch nicht am Seminar interessiert. Alters? Das ist allerdings, Genau das ist es. Ja, dann sitzen Sie nicht rum wie ein Doppelstecker. Verbinden Sie mich mit ihm. Sagen Sie mal, was ist denn los mit Ihnen heute Morgen? Ich denke, Sie haben sich so köstlich amüsiert gestern im Ochsen. Warum sind das schon wieder her? Wer war die Dame? Ja, ich verstehe sie auch nicht. In der letzten Zeit werde ich dauernd von irgendwelchen Frauen angemacht. Als ob der Notstand ausgebrochen wäre in unserem Land. So. Ja, und wenn man so, ja, ich meine, Sie wissen schon, ein bisschen näher kommt und so, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, dann fangen die plötzlich an, vom Heiraten zu reden. Nein. Das ist doch nicht normal. Also, verbinden Sie mich mit ihm. Was? Ja, Danzer. Herr Wöller. Herr Danzer, ich wollte mich kurz mal bei Ihnen melden. Ja. Und Zwischenbericht erstatten. Mhm. Ja, vor allem, was Ihre Provision angeht, da gibt es erfreuliche Nachrichten. 2 Millionen kann ich aus dem laufenden Etat der Gemeinde abzwacken. Aber für den Rest, ja, da müssten wir eine Ratenzahlung vereinbaren. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, stimmt's? Ja, keine Gemeinde hat jetzt mal so 5 Millionen der Portokasse rumliegen. Nein, Herr Wöller. Ja, und? Wer hier wen auf den Arm nehmen will, also das möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Ja, oder wie darf ich das verstehen? Dass Sie vor einer Woche, das heißt letzte Woche, bei den Nonnen aufgekreuzt sind und im Seminar waren. Kommen wir nicht zusammen. Sie als Politiker sollten eigentlich einzuschätzen wissen, wann wer am Drücker ist. Und das bin derzeit nur mal ich. Also mit einem Wort, wenn ich nicht spätestens in einer Woche 5 Millionen sehe, dann vergessen Sie das Ganze. Danke. Nein, nach allem, was Sie für mich getan haben, tue ich das wirklich gern. Es geht ja auch schließlich um unseren Fußballnachwuchs. Ja, trotzdem, das ist nicht selbstverständlich. Bei Ihrem Terminplan, ich stehe tief in Ihrer Schuld. Oh, bitte, hören Sie auf, werde ich ja ganz rot. Also dann bis morgen, ich meine, bis heute Abend. Bis heute Abend. Danke. Ja, den Termin mit Bischof Roßbauer heute Mittag, den sagen Sie ab. Auf irgendeinen anderen Tag. Ich bin verplant. Wo bleibt jetzt der Herr Danzer? Ich glaube, da kommt er schon. Ach, grüß Gott. Bin untröstlich, wurde aufgehalten durch ein Telefonat. Schon gut, Herr Danzer. Kommen Sie. Kaffee, Tee, Wasser, bitte. Nein, danke. Entschuldigung, geht mich gar nichts an, aber war das nicht eben Fritz Rickenbacher da beim Aufzug? Ja, das war er, der Terminator. 104 Länderspiele, 287 Bundesliga-Tore, Coach, Kapitän und Manager des Clubs. Bitte. Dankeschön.
Falls wir ins Geschäft kommen sollten, arrangiere ich gerne ein Abendessen mit Ihnen und Ihren Investoren. Sehr freundlich, danke, aber ich fürchte, Fußball ist nicht so ganz meins. Also dann kommen wir zum Geschäft. Moment, Sie haben mich angerufen, nicht ich Sie. Wenn Sie jetzt also vielleicht die Güte hätten, Ihre Karten auf den Tisch zu legen, dann sehen wir weiter. Herr Danzer, auch wenn Sie mit Fußball nicht viel anfangen können, Sie haben gerade ein Eigentor geschossen. Wieso? Zufällig ist mir bekannt, dass Sie nicht nur Kloster Kaltental inkognito einen Besuch abgestattet haben. Sie haben auch Luftaufnahmen des Klosterwaldes gemacht, mittels eines extra angemieteten Hubschraubers. Des Weiteren hat ein Ihnen nahestehender Wirtschafts- und Steuerexperte Erkundigungen eingeholt über die finanzielle Situation unseres Ordens. Also lassen Sie die Spielchen und machen Sie mir ein Angebot, zu dem ich nicht Nein sagen kann. Gut. Wenn Sie mir so kommen, das kann ich auch. Also, Ihre Filiale in Köln mit dem angeschlossenen Heim für Kinder und alleinerziehende Mütter ist mit rund 800.000 in den Miesen. Nicht viel besser sieht es mit Ihrer Zentrale hier aus. Ganz zu schweigen von Ihren Aktivitäten und Niederlassungen in diesen diversen Entwicklungsländern. Alles in allem rund 2 Millionen Euro, die Ihnen fehlen. Und jetzt sind Sie dran. 8 Millionen. Und Sie übernehmen die Steuern und alle anfallenden Kosten und Verbindlichkeiten der Immobilie. Und versuchen Sie nicht, mich runterzuhandeln, sonst können Sie gleich wieder gehen. Jetzt haben Sie sich ein Eigentor geschossen. Ich war nämlich soeben im Begriff, Ihnen ein Gegenangebot zu machen. 15 Millionen. 15 Millionen. 10 für Sie, 5 für mich. Wobei, meine 5 wären im Voraus zu bezahlen als Vermittlungsprovision. Vermittlungsprovision? Wissen Ihre Investoren davon? Nein. Na, natürlich nicht, nur Sie und ich. Und falls Sie die Absicht haben, irgendjemandem davon zu erzählen, ganz egal wem, streite ich natürlich alles ab und das Geschäft ist geplatzt. Eigentlich sollte ich Sie hinauswerfen. Eigentlich? Ja. Ich werde Sie zurückrufen. Gut. Aber lassen Sie sich bitte nicht allzu viel Zeit mit Ihrem Rückruf. Grüß Gott. So, nun tut es mir furchtbar leid, aber mein Wartezimmer ist voller Patienten. Mein Gott, Herr Doktor, das ist doch kein Aufwand, die Frau zu überweisen. Herr Bremer, bitte gehen Sie doch schon mal ins Wartezimmer. Ich meine ins Behandlungszimmer. Ja, danke schön. Schwester. Ja? Ich habe mich bereit erklärt, umsonst für Ihre sogenannte Beratungsstelle zur Verfügung zu stehen. Ja, das ist auch sehr nett. Ich denke, ich kann von Ihrer Schwester Felicitas erwarten, dass sie meine Diagnose respektiert. Und jetzt bitte. Ja, das tut sie doch auch. Aber die arme Frau will doch Gewissheit haben. Sie ist alleinerziehend mit 2 kleinen Kindern und der Vater von Schwester Felicitas, der... Ich weiß, aber der ist wohl kaum mit Frau Honold verwandt, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Trotzdem, Herr Doktor, bitte. Mir zuliebe, ja? Na gut. Aber frühestens in 3 Wochen. 3 Wochen? Sehen Sie, wie es hier zugeht? Eine meiner Helferinnen ist schwanger, eine andere ist krank. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Herr Doktor. Das ist mein letztes Wort, Schwester. Ich habe noch andere Patienten, um die es schlechter bestellt ist. Aber 3 Wochen? In so einer Ungewissheit, das... Wissen Sie was, Schwester? Lassen wir das Ganze einfach. Ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich weiter mit Ihrer Schwester Felicitas herumzuschlagen. Suchen Sie sich einen anderen Dummen. Jenny, wie geht sie das? Jenny, ich brauche deine Hilfe. Du musst für mich herausfinden, wann die letzte OP vorbei ist in einem der OPs hier. Du hast doch Nachtschicht heute. Ja, warum? Nur prophylaktisch. Ich muss vielleicht eine Biopsie machen. Und dazu brauche ich einen sterilen Raum, den wir im Kloster nicht haben. Du willst hier operieren? Felicitas. Falls der Dr. Mertens sich weigert, die Frau Honold zu überweisen, dann bleibt mir doch gar nichts anderes übrig. Ja, und was, wenn Sie uns erwischen?
wenn die Frau Humboldt ein Melanom hat und stirbt, nur weil ein Dr. Merten sich geirrt hat oder weil sie durch die Maschen der Krankenversicherung gefallen ist. Na gut, entschuldige, ich muss weiter. Du rufst mich an, ja? Ja. Ein Mädel spricht mich an, sie wünscht sich einen Mann. Ich sage ihr bedauernd, dass ich da nicht aus Herrgottsacker. Was? Was? Du sollst es ausmachen. Ja, nur noch die Stelle, ja? Das ist der Blues, den jeder kriegt. Die Stelle, hören wir jetzt zum 100. Mal. Ja, aber das ist meine Lieblingsstelle, Franz. Sein Hund sei überfahren, ich nehme das... Ich nehme das Tierchen auf den Arm, sein Fell ist noch ganz warm. Das ist der Streifenwagen-Blues, yeah. Das ist der Streifenwagen-Blues, ja, ja, ja. Das ist der Blues, den jeder kriegt. Tag, der Herr! Ach, Schwester, schauen Sie mal. Meine CD. Neuer Kollege? Ja, Franz Herzler. Nicht Herr Herzler. Nee. Das kannst du doch nicht machen. Das hat mir meine Frau geschenkt. Schluss aus Amen. Ich schnapp's sonst über. Das ersetzt du mir? Ich denk ja gar nicht dran. Geh halt zum Chef. Guten Tag, Schwester. Guten Tag. Herr Meier, kann ich trotzdem mal um Ihr Gehör bitten? Um was geht's? Ja, es geht um den Transport eines sehr wertvollen Gegenstandes vom Kloster zur Uni nach München. Wertvoller Gegenstand? Ja. Was? Ach, das ist vorerst vertraulich, aber das ist nicht groß. So ungefähr wie 2 Telefonbücher. Ja, aber für sowas ist ja normalerweise ein Geldtransportunternehmen zuständig. Sicher, aber das kostet doch ein Vermögen. Und Sie wissen doch, wir sind notorisch knapp bei Kasse. Tut mir leid. Na gut, aber... Diese Woche geht nichts mehr wegen meiner CD-Promotion. Nächste Woche eventuell. Erst? Oder am Wochenende. Samstag habe ich früher Dienstschluss. Samstag wäre gut. Ja? Also dann, aber mit Streifenwagen. Ja, klar. Gut. Halt! Eine Hand wäscht die andere. Ich muss knapp 2000 CDs an den Mann bringen. Ach. Wenn Sie die im Klosterladen neben die Kasse legen und ein bisschen Reklame machen, 10 € das Stück. 2 € könnten Sie einstecken. Ach, gerne. Ja, Agnes wird's versuchen. Wiedersehen. Wiederschauen. Schade, dass das mein Vater nicht mehr erlebt hat. Sein Sohn ein Star. Ein Schnulzensänger. Aber ein Star. Frau Laban? Frau Laban, wo ist die Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung? Ausgeflogen. Typisch. Termine? Genau. So, was ist denn das? Gisela. 55 Jahre verwitwet, 3 Mietshäuser. Frau Laban, was soll denn das? Ja, haben Sie sie noch alle? Ja, mir diese heiratswütigen Frauen auf den Hals zu hetzen. Ja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Von Frauen umschwärmt wie Motten das Licht. Also, Frau Laban, ein für alle Mal. Verschonen Sie mich mit derartigen Kuppeleien. Ich brauche keine Frau. Die 8 Stunden am Tag, die ich mit Ihnen verbringe, die decken meinen Bedarf an Weiblichkeit vollkommen. Herr Böller. So, jetzt zurück zur Tagesordnung. Wo ist sie? Ja, bisschen heftig, und muss ich erst pumpig werden. Danke. Mann!
Es hat heute Mittag zwar nur zu einem Salat gereicht, dafür gibt es jetzt zum Kaffee eine Überraschung. Was ist das? Ist doch egal, Hauptsache was zu essen. Probier doch mal, bitte. Sind gar nicht übel. Gell? Hallo. Warst du bei Dr. Merkens? Ja, leider. Ehrlich, Felicitas, bist du sicher, dass du dich nicht irrst? Wie oft soll ich dir noch erklären, dass ich deshalb eine Biopsie brauche? In 3 Wochen. Mehr war nicht drin. 3 Wochen? Ja. Hanna, warte. Warte doch mal. Probier doch. Du weißt aber doch, dass Bischof Rossbauer keinen Zucker mehr essen darf. Das ist kein Zucker. Süßstoff? Nein, danke. Das ist auch kein Süßstoff. Was dann? Das ist ein Extrakt aus einer Heilpflanze aus Peru. Keine Kalorien, keine Kohlenhydrate, kein Fett, nichts. Und Broteinheiten sind auch keine drin, nur Faserstoffe wie Weizenkleie und so weiter. Das glaube ich nicht. Doch. Da ist doch Schokolade drin. Das schmeckt nur wie Schokolade. Das ist keine Schokolade. Aber das Rezept, das bleibt mein Geheimnis. Das verrate ich euch nicht. Hier ist Schwester Hanna. Wäre es Ihnen am Samstag recht? Unser Wachtmeister Meier kann nicht früher. Na prima, dann bis Samstag. Auf Wiederhören. Das hier sind CDs von Wachtmeister Meier. Du sollst sie im Laden neben die Kasse legen. 2 Euro sind für uns, sag mal. Diese Kekse sind ja voll lecker. Darf ich dann noch einen? Ja, gell? Wenn du das nächste Mal nach München fährst, dann gib sie doch bitte Schwester Hildegard und sie soll es Bischof Rossbauer geben. Mhm. Er muss mir unbedingt sagen, ob sie ihm schmecken. Ja, mach ich. Vielleicht sogar schon heute, wenn ich die Mutter erwische. Wachtmeister Meier als Rockstar. Wer hätte das gedacht? Vögel, die am Morgen singen, holt am Abend die Katze. Ja? Ich bin's. Ist die Mutter zu sprechen? Nein, sie hat sich in ihre Gemächer zurückgezogen, um sich hübsch zu machen für ihr Rendezvous mit dem Terminator. Wie bitte? Fritz Rickenbacher, dieser Ex-Fußballstar. Sie himmelt ihn an wie ein Teenager. Ja, und wann meinst du, ist sie wieder ansprechbar? Keine Ahnung, vielleicht heute Abend. Warum? Naja, es geht um das Kloster und diesen Freizeitpark. Da war heute Morgen ein Herr Danzer bei ihr. Was? Aber was Sie besprochen haben, konnte ich leider nicht genau hören. Du weißt ja, unsere Türen sind zu dick. Ach du Jemine, ich muss Schluss machen. Bischof Rossbauer kommt. Grüß Gott, Schwester Hildegard. Grüß Gott. Exzellenz. Ja? Das ist mir jetzt furchtbar peinlich. Ich habe ganz vergessen, Ihnen Bescheid zu geben, dass die Mutter den Termin mit Ihnen auf nächste Woche verlegt hat. Ach ja? Und warum, wenn ich fragen darf? Fritz Rickenbacher. Verstehe. Nun, dann richten Sie Frau Dr. Reuter aus, dass ich eventuell zwischen Pfingsten und Ostern, ja, Sie haben ganz richtig gehört, einen Termin für Sie habe. Moment mal, wo ich Sie schon mal hier habe. Konnten Sie schon beim Sender anrufen wegen meiner Serie? Sie wollten doch Ihre Kontakte spielen lassen. Ach so, ja, habe ich. Die Nonne und der Kommissar wird nicht abgesetzt. Nein? Aber eine gewisse, jetzt habe ich doch den Namen vergessen. Irgend so ein nordischer Name. Richtig, Angström, Freier Angström wird wahrscheinlich die Bücher schreiben. Tut mir leid. Freier Angström. Na, warte.